Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonder. Ich habe jetzt offscreen die ganzen Materialien gefarmt. Alter Schwede, war das ein Krampf, die wir brauchen, um hier... Sehe ich da hinten noch ein Schild? Müssen wir da noch eine Brücke... Moment. Also wenn wir da noch... Sollten wir da noch eine Brücke brauchen? Also... Ich glaube, es geht los, Spiel. Dann, bezweifle ich aber tatsächlich, dass wir hier das Arcadia-Eis kriegen, das wir brauchen. Guck mal, da hinten ist noch eine Schatzkiste. Bitte nicht. Holzbrücke. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, also diese Steinbrücke zu bauen, das war ja richtig schlimm. Ich habe am Schluss keinen Stein mehr gehabt. Ich musste Stein farmen. Aber gut, hoffen wir mal, dass wir hier tatsächlich das Arcadia-Eis bekommen. Was ist denn da hinten? Da hinten war ich auch noch nicht. Da sollte ich vielleicht mal lang gehen. Was haben wir? Was? Sag mir bitte nicht, dass es mir jetzt gar nichts gebracht hat, außer dass hier jetzt so ein paar Büsche sind. Sag mal, da kriegst du doch einen Rappel hier. Also da miaute es noch, aber ich war eigentlich auf der Suche nach Arcadia-Eis. Ich hätte jetzt echt gern mein Eis. Hallo? Komische Möwe. Da miaut es. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Na, scheinbar doch. Hooray. Entschuldigung, das war mein WhatsApp. Upsi. Gut vorbereitet. Wieder super professionell. Okay, jetzt bin ich gerade etwas schockiert. Ich war mir so sicher, hier Arcadia-Eis zu kriegen. Das heißt, ich habe den kompletten Stein und so ganz umsonst gefarmt. Hui, das tut jetzt ein bisschen weh in meinem Herzen. Ich habe übrigens das ganze Spiel mal ein bisschen heller gestellt in meinem Capture-Programm, in der Hoffnung, dass dadurch die Nächte nicht ganz so dunkel werden. Weil man hat ja überhaupt nichts gesehen, also so gar nichts. Ja, guck mal, das sieht doch wesentlich besser aus. Jetzt erkennt man wenigstens was im Dunkeln. So, hier machen wir mal den Nebel weg. Da war aber auch nur eine Katze. Wo kriegen wir dann Arcadia-Eis her? Ich meine, alles, was uns angezeigt wird, wenn wir die Quest auswählen... Wupsa, nein, 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 nein. Oh, RIP, ertrunken. Wenn wir die Quest auswählen, ist halt die Säule, an der wir das Eis abgeben sollen. Aber wo finden wir Arcadia-Eis? Suche nach Himmelserz, reparieren. Das brauchen wir alles nicht. Ja, und der Rest ist halt so ein Schmarrn. Nee, keine Ahnung. Ich schaue mich jetzt mal an der Säule ein bisschen um, ob wir da Informationen kriegen. Wenn nicht, werden wir erstmal uns um das Segel kümmern. Für den Wolkenfänger, weil ich da weiß, wo wir das herbekommen. Mann, das macht mich jetzt gerade richtig fertig, dass ich... Gut, für euch ist es ja relativ egal, weil ich das ja offscreen gemacht habe. Aber dass ich ganz umsonst den ganzen Stein und den ganzen Mörtel gefarmt habe. Oh... Mein Herz blutet. Du musst Feuerwasser herstellen, um die Säule zu aktivieren. Ja, und dafür brauchen wir Arcadia-Eis. Richtig. Und Arcadia-Eis haben wir nicht. Auch richtig. Mist. Ich sehe die Problematik.
Da oben haben wir noch eine Düsternis. Warum habe ich mich um die noch nicht gekümmert? Und da ist doch auch irgendwas. Das können wir doch kleinkloppen. Natürlich können wir das kleinkloppen. Silberbarren, das ist cool. Das ist ganz nützlich. Ja, doch. Also es sieht wesentlich besser aus, die Nacht. Kann ich? Mit der kann ich nicht interagieren. Ich höre die Düsternis, aber ich sehe sie nicht. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Könnte das der Eingang nach Arcadia sein? Und wenn ja, warum können wir ihn nicht aufmachen? Ich habe nämlich schon den Verdacht, dass wenn wir das Feuerwasser auf die Säule gießen, hier haben wir ja ganz viele von den Säulen, dass es einfach so einen Weg hierher quasi aufzeigt. Wo miaut es? Kätzchen? Nein, Wasser, in dem wir elendig ertrinken. Gut, dass wir das geklärt haben. Dann muss ich mich wohl nochmal schlau machen, wo wir das Arcadia-Eis herkriegen. Dann wollen wir jetzt zuallererst ans andere Ende der Map. Ich weiß, dass hier ein Teleporter ist. Und ich glaube, dass hier oben irgendwo das... Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Warum erforschen wir nicht zuerst hier? Hä? Das klingt doch auch nach einem Plan. Dann kann ich nämlich zwischen den Folgen einfach offscreen schnell ans andere Ende gehen. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und finden tatsächlich hier noch Arcadia Eis oder was auch immer. Vielleicht auch irgendwas anderes Cooles. Muss ja nicht immer nur ein Objekt der Hauptquest sein. Dass wir hier finden, das cool ist. Es gibt ja mehr coole Sachen, wie zum Beispiel... Ja gut. Shampoo. Hier ist auf jeden Fall ein Stein der Weisen da oben. Wie kommen wir da ran? Ich muss auch mal zu dem anderen Stein der Weisen gehen. Für den wir die Bäume pflanzen sollten. Aber da kommen wir ja von der Hauptquest eh nochmal hin, weil die Bäume habe ich offscreen auch schnell gepflanzt. Zeig mir dein gutes Herz. Die Verbindung zwischen uns machen... zwischen uns machen uns alle besser. Okay. Der Pfad ist offen. Sehr gut, dann haben wir hier auf jeden Fall einen Shortcut. Zwar kein Teleporter in dem Sinn, aber... besser als nix, ne? Man will sich ja nicht beschweren. Außerdem gehen die, glaube ich, eh besser. Haben wir hier wieder so ein cooles Buch? Ich kann auf jeden Fall hier alles zerkloppen. Gib mir Loot. Loot? Loot. Loot tut uns allen gut. Oh, Beeren. Ah, da ist ein Tagebuch. Was immer der Grund ist... bisher hat nicht viel der Düsternis diesen Ort erreicht. Die bedauerlichen Überlebenden vom Altkönigreich waren nun gezwungen, in der Wüste zu leben. Das, ja, in der Wüste waren wir ja schon. Das haben wir ja schon gesehen. Ja, ansonsten können wir mal... Da ist eine Schatzkiste. An die wir aber irgendwie nicht rankommen, wie es scheint. Wie komme ich da hoch? Hüpf! Na. Ich sagte... Hüpf! Kann ich mich hier irgendwie hochglitschen? Ich habe ja das Gefühl, dass wir so nicht da hochkommen sollen. Sondern irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Hab das so im Urin. Hier können wir noch was zerkloppen. Kriegen aber nur Bärensamen raus. Wie kommen wir da hoch? Vielleicht kann ich da oben eine Leiter bauen. Das wäre vermutlich ja hier so. Oder ich springe.
Auch das ist eine Option. Dann brauchen wir doch keine Leiter zu bauen. Gib mir den Loot. Ah, oh, Loot, Loot, Loot. Tontöpfe. Haben wir hier doch schon fast alles entdeckt? Schade. Ich dachte, hier wird noch ein bisschen was dazukommen. Wir wollten ja noch ganz hoch auf den Berg. Vielleicht finden wir da Arcadia-Eis. Auf dem Gipfel. Da ist noch Düsternis, um die ich mich gleich kümmern werde. Hier, also so ganz hoch auf den Berg. Nicht nur in den Berg oder durch den Berg durch, sondern... Ja. Okay, hier ist nur eine Stelle, um Bäume zu pflanzen, was natürlich gut für die Region ist. Und für das Wachstum und natürlich auch dann für den Handel. Aber ich finde auch, das ist so ein Feature, das hätte man eigentlich besser einbauen können, beziehungsweise... Huch, nee, den Hammer brauche ich für den Stein. Zack, zack. Beziehungsweise, ja, doch, man hätte es halt besser ins Spiel integrieren können, dass ich jetzt auch aktiv was davon habe, wenn ich jetzt eine Region auf über 70% Glück bringe. Ich meine, ja, ich kriege die Sachen ein bisschen billiger, aber ich habe eh so ein volles Inventar. Ich will ja mein Zeug eigentlich loswerden, habe ich das Gefühl. Meine Erze und was weiß ich. Da kriege ich ja viel mehr Geld, als ich eigentlich ausgeben muss. So, schwupp. Da ist noch ein Shampoo drin. Die Schatzkisten sind mittlerweile auch so irrelevant geworden, gell? Ah, es ist schade. Weil wir dann nur Shampoo... Wenn es wenigstens andere kosmetische Sachen wären, dann wäre es sehr cool. Aber es ist halt immer nur... Ich habe einen Hut auf. Man sieht meine Haare nicht. Es ist absolut irrelevant, was für eine Haarfarbe ich habe. Komme ich hier irgendwie hoch? Ja. Bis jetzt sieht es gut aus. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber es hat funktioniert. Da kommt so ein bisschen Breath of the Wild Feeling auf, wenn man hier so über die Berge klettert, ne? Also... Ah! Aber dann fielte er runter und stirbte. Ende. Haben wir hier irgendwo ein Buch? Ich interessiere ja die Bücher ein bisschen. Ah, ich habe den Hammer wieder nicht ausgerüstet. Klonk. Sieht aber nicht danach aus. Schade. Du. Hier haben wir richtig viel Düster im Moment. Da auch. Was ist denn dahinter? Da scheinen wir richtig viel Düsternis zu haben. Was ist das denn für ein Stein? Sieht ja sehr interessant aus. Schade, dass ich hier nichts abbauen kann. Halt, das ist die Angel, mit der kann ich logischerweise keine Kisten zerschlagen. Aber wieder nur... Okay, das war was anderes. Das waren keine Bären, über die ich mich gerade beschweren wollte. Loot, Looty, Looty, Looty. Looty, Looty. Und dann kümmern wir uns doch kurz um die andere Seite. Ach, hier haben wir... Ah, Kätzchen! Miau!
Oh, noch 8 Katzen gibt's hier. Katzen sind auch ein sehr interessantes Collectible in so einem Spiel. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das muss ich ganz kurz nach dem Weg fragen. Wir kamen doch von da unten. Das heißt, ja genau, wir kamen so hier hoch. Wer spammt denn da gerade so auf Discord? Könnten Sie das bitte lassen? Dankeschön. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Was sind wir wieder im Dorf? Aber ich will ja eigentlich gar nicht ins Dorf. Kommen wir vielleicht vom Dorf noch weiter nach oben? Gibt es da vielleicht noch einen Aufstiegspunkt? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, ich randaliere mal ganz kurz hier in eurem Dorfeingang. Eingangstor. Eingangstor, kein Gangstor, sage ich immer. Ich sehe jetzt aber nichts. Höchstens, ah, hier vielleicht. Guck mal. Wenn wir einfach den Eingang des Dorfes ignorieren und weiter nach oben klettern. Hey, da war ein Stein der Weisen wo? Den muss ich irgendwie übersehen haben. Wo ist hier der Stein? Ja. Sucht ihn selbst. Wer ihn findet, hat gewonnen. Aber laut Spiel ist da irgendwo ein Stein. Geht's hier? Ah, hier ist der Stein der Weißen. Grüß dich. Morgen, beweise mir deine Achtsamkeit. Das Land hat reichlich zu bieten für jene, die wissen, wonach sie suchen. Benutze 3 Abbauplätze. Ja, das habe ich gerade gemacht. Mist. Ist jetzt doof. Kannst du mir die Quest vielleicht früher geben? Kloppen wir uns hier ein bisschen durch. Und es sieht tatsächlich gut aus hier. Zählt das als Abbauplatz? Nein, also nur Erzabbauplätze. Dein Rucksack ist voll. Ach, guck mal, aber hier. Mega die Aussicht. Da hinten wollten wir eigentlich hin. Da müssen wir hin, in die Stadt da ganz hinten. Um unser, also um das Segel zu machen. Beziehungsweise machen zu lassen. Selbst machen wir es ja nicht. Wir sind aber nicht an der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte, da flog doch so ein Ding am Himmel rum. Kommen wir hier noch weiter? Es sieht jetzt nicht so aus, als ob wir hier noch großartig weiter nach oben kämen. Dann haben wir vielleicht doch nicht den richtigen Weg genommen. Ich weiß es. Oh Gott, was ist denn das für ein Abbauplatz? Hilfe! Ich habe ein bisschen Höhenangst, auch in Videospielen. Gibt es hier noch einen Weg, wie wir weiter nach oben kommen? Ist es denn noch weit? Nee. Und wo ist dieses Ding, das hier permanent durch die Gegend flog? Da. Was ist das? Aber es scheinen wir tatsächlich vom Berg aus gar nicht erreichen zu können. Ich muss mal ganz, das war der falsche Knopf, ganz kurz was aus meinem Rucksack wegwerfen. Wo kann ich denn einen Platz freimachen? Nein, 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 nein. Hier, Blaubeere. Für ein Opal-Shampoo. Das hat sich jetzt, ja, ehrlich gesagt, gar nicht gelohnt. Was? Aber da scheint noch ein Weg zu sein. Wie komme ich denn da rein?
kann ich mich da irgendwie ungewollt hochglitschen? Ihr kennt mich. Wenn es da was gibt, dann möchte ich es finden, aber anscheinend nein. Ha. Doof. Kackspiel. 0 von 10. Gehe ich gleich deinstallieren. Ha. Dann ist es vermutlich doch das Klügste. Wir können ja wahrscheinlich schon mal das erste Teil abholen für den Wolkenfänger. Denn die 3 Tage müssten eigentlich vorbei sein. Das heißt, wenn wir hier einfach schnell in die Stadt gehen, vielleicht können wir auch in der Mine nochmal kurz 2 Abbauplätze benutzen. Vielleicht ist das gerespawnt mittlerweile. Guten Tag. Dann könnten wir uns hier schon mal den Shortcut öffnen. Das wäre halt nice. Das würde ich nämlich ganz gern jetzt schnell machen. Und auf einmal ist hier drin so hell. Man sieht sogar was. Nee. Nee, 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 nee. Spiel sagt nein. Nichts in der Mine zum Abbauen. Na gut. Aber hier werden wir eh nochmal hinkommen, schätze ich einfach mal. Ich sage in der nächsten Folge, oh, wir haben hier sogar 2 Häkchen. In der nächsten Folge sprechen wir mal mit den beiden hier. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.